Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Ausgepackt hier aus dem Hause Modellburg König in Delmenhorst. Und heute präsentiere ich euch von Masterbox 35 unter der Nummer 35208. Their Position ist behind this forest, schön, wenn man seine eigene Schrift nicht mehr lesen kann. German Stuck 3 Crew WW2 Era. So, und zwar haben wir insgesamt 5 Figuren, die sich an einem Spritzling befinden. Und zwar teilt sich das so auf, dass 4 Figuren der Stuck Besatzung zugehörig sind und ein Wehrmachtssoldat. Das Ganze kostet unter 11 Euro knapp und ich würde einfach mal sagen, wir gucken uns das Ganze einmal genauer an. So, ihr Lieben, nein, euer Bild ist nicht eingefroren, aber in Ermangelung an einer, ich nenne es mal Bemalanleitung, dient uns hier das Deckelbild als Bemalanleitung, wobei man auf jeden Fall beachten muss, dass die Besatzung der Sturmgeschütze, die zur Artillerie gehörten, kein Schwarz hatten, sondern die übliche Wehrmachtsfarbe, dann mit roten Litzen anstatt rosa wie bei der Panzertruppe. Das ist wichtig, das haben die leider falsch gemacht, muss ja auch nicht jeder wissen, aber ich kann es euch ja schon mal sagen. So, die Zusammenbauanleitung, die sehen wir hier. Hier sehen wir auch, welche Farben genommen werden müssen, die natürlich überarbeitet werden müssen, nach dem, was ich euch gerade gesagt habe, weil das stimmt halt, wie gesagt, so nicht. Das war halt die Besonderheit, dass die Sturmartillerie, da gab es ein wahnsinniges Hin und Her zwischen Mannstein und ich weiß gar nicht wem, auf jeden Fall, dass die Artillerie oder die Sturmartillerie halt der Heer untergeordnet worden war, dem normalen. So, hier kann man das schön sehen. Das ist der Spritzling hier. Insgesamt haben wir hier 1, 2, 3, 4 Farben. Denke ich mal, sollten auch alle soweit vertreten sein. Dann kommen wir mal zum eigentlichen Spritzling, den wir hier haben. So, und hier finde ich, hat die Firma Masterbox nochmal eine Schippe draufgelegt. Wir haben einen sehr schönen Guss hier. Es ist so gut wie kein, oder ich habe überhaupt keinen Versatz gesehen. Wir haben, zeige ich euch das mal eben, biege ich mal hoch. Wir haben hier ein bisschen eine Trennnaht, das kann man hier gut sehen. Das lässt sich aber leider beim Spritzguss nicht aufgrund der Beschaffenheit des Materials bzw. der Herstellung vermeiden. Dafür haben wir hier auf jeden Fall sehr schöne Detaillierung, ein schöner Faltenwurf. Die Stiefel sind sehr schön herausgearbeitet, genauso wie hier, ich biege es mal wieder zurück, genauso wie hier die Taschen herausgearbeitet worden sind. Es wurde auch anatomisch richtig angeordnet, dass diese Magazintaschen sich hier schön den Teilen anordnen. Das sieht ganz gut aus. Auch die Köpfe, die Gesichter hier im oberen Bereich, hier kann man das schön sehen, die Schiffchen tragen, sehen auch ganz nett und ganz gut aus. Natürlich kann man immer noch mal wieder eine Schippe drauflegen und die halt durch Hornet zum Beispiel ersetzen, aber so aus der Verpackung sieht das Ganze ganz gut aus. Was beachtet worden ist, das ist halt diese, ja, ich sag mal, dieser typische Uniformschlag der Panzer- oder der Artillerietruppe. Wichtig ist halt hier nur die Farbe und auch die Waffenfarbe zu beachten, wenn man es halt korrekt darstellen möchte. Dann haben wir hier auf der Seite eine Offiziersmütze, dann haben wir hier einen Helm, ein bisschen, die Pistolenholster sind dargestellt. Ich drehe das Ganze nochmal um, damit man es auch von der Seite nochmal betrachten kann. Wie gesagt, sehr gefällig und für den Preis von knapp unter 11 Euro auf jeden Fall voll und ganz gerechtfertigt. Und ich würde sagen, damit sind wir auch schon am Ende der Vorstellung. So, lieben Freunde, war eine kurze, aber eine intensive Vorstellung, gefällt mir sehr gut. Wie gesagt, der Preis ist super toll. Ihr kriegt 5 Figuren für 2 Euro und ein bisschen pro Figur, wenn man es umrechnet. Mit ein bisschen Nacharbeit, ein bisschen Gradentfernung habt ihr hier ein hervorragendes Set, was sehr schön hier angepasst werden kann für Sturmgeschütze à la Couleur. Die müssen jetzt nicht nur für das Stummelgeschütz hier, sondern können natürlich auch für die Langkanone verwendet werden, also L43 für eine F-Version und F8 oder dann halt für die G-Variante mit der L48. Dann bedanke ich mich bei euch wieder für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall mit euch sehr. Dann bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Ausgepackt. Bis dahin, macht's gut.